Willkommen Leute zu einem weiteren Video und vor allem zu einem komplett neuen Format. In diesem Format werden wir gemeinsam herausfinden, wie sich neue Produkte so anstellen. Natürlich immer in Bezug aufs Motorradfahren. Und heute testen wir die neue Insta360 One S. Certain things ain't the same now. Hard to navigate these problems. I'm by myself, you're not around. I try to open up, it wasn't good. Und bevor wir zu den richtigen Aufnahmen kommen, möchte ich euch das Konzept der One S erst einmal richtig vorstellen. Mit der One S hat sich Insta360 ein komplett neues Konzept ausgedacht. Und das Coole an diesem Konzept ist, dass wir die Kamera nach Lust und Laune anpassen können. Wir können die Kamera nämlich komplett auseinanderbauen. So sieht das Ganze zusammengebaut aus. Komplett auseinandergebaut haben wir diese drei Grundbausteine, wenn man das so sagen kann. Wir haben hier einmal den Akku, dann haben wir sowas wie ein Body, ein Gehäuse. Hier ist auch ein Touchscreen hinten drauf. Und diese Sachen können wir einfach zusammenstecken. Und das macht super cool, weil wir Sachen wie zum Beispiel das Objektiv austauschen und nach Lust und Laune anpassen. Wir haben hier zum Beispiel einmal ein Action-Cam-Objektiv, aber auch ein 360-Grad-Objektiv. Das heißt, wir brauchen für zwei komplett verschiedene Möglichkeiten zu filmen einfach nur einen Baustein ändern. Und das ist dieser hier. Und das lässt sich wirklich in unter 10 Sekunden wechseln. Und das macht die One S so vielseitig. Die One S ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich. Einmal in der One-Inch-Edition und einmal in der Twin-Edition. Die One-Inch-Edition ist in Zusammenarbeit mit Leica entstanden. Und ihr könnt schon ahnen, das steht für Qualität. Hier seht ihr zum Beispiel eine 5,3K-Aufnahme. Aber auch mit der Twin Edition sind bis zu 4,60 Frames möglich. Ich habe allerdings jetzt in 2,7K gefilmt, einfach um die Akkulaufzeit und die Speicherkarte etwas zu schonen. Ein weiteres cooles Feature beider Versionen ist, dass ihr das Display entweder vorne oder nach hinten positionieren könnt. Je nachdem, wie man die One S befestigt, kann es ja ganz hilfreich sein, das Vorschaubild einmal vorne oder hinten zu sehen. Dafür können wir wieder ganz einfach die Kamera auseinanderstecken und das Display quasi einmal drehen und schon ist der Touchscreen auf einmal auf der anderen Seite. Anders als die One Inch Edition kommt die Twin Edition mit zwei verschiedenen Linsen. Das ist zum einen die normale Action-Linse und einmal die 360-Grad-Linse. Und bevor ich euch die zeige, möchte ich euch natürlich noch sagen, dass wie die meisten Action-Cams auch die One S mit einem solchen Gehäuse kommt. Da kann man die Kamera einfach reinmachen. Und jetzt hat man auch schon die Möglichkeit, die Kamera zum Beispiel am Helm zu positionieren. Ein weiteres cooles Feature ist der Audio-Adapter. Den könnt ihr einfach auf der Seite, wo die Kamera geladen wird, reinstecken. Vor allem, wenn man vorhat, Motovlogs zu machen, ist das ein sehr interessantes Feature. Denn wenn man, wie ich, ein externes Mikrofon in den Helm eingebaut hat, kann man so einfach die Kamera mit dem Mikrofon verbinden und schon kann man seine eigene Stimme aufzeichnen. Und das ist wirklich ziemlich cool. Jetzt aber erstmal ein bisschen Motovlog-Action. Ach ja, und bevor ich es vergesse, zusammen mit dem Gehäuse ist die Kamera natürlich auch wasserdicht. Falls ihr mal irgendwie in den Regen kommt, müsst ihr euch auf jeden Fall keine Sorgen machen. Dadurch, dass wir ja die 360-Grad-Kamera haben, ist es komplett egal, wie wir sie befestigen, weil man hat immer den korrekten Winkel, wenn man so möchte. Weil man kann ja später noch frei entscheiden, wie man ja, das Bild anschauen möchte. So, jetzt kommt hier der Minisprung. Jetzt habt ihr schon mal ein paar erste Eindrücke von Fahraufnahmen, einmal mit der 4K Boost Lens und einmal mit der 360 Grad Kamera. Mit der 4K Boost Lens haben wir natürlich eine extrem gute Qualität. Mir persönlich fehlt aber gerade in Kombination mit dem Helm ein bisschen der Weitwinkel. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo die Insta One S einfach extrem stark ist. Und zwar haben wir in der Twin Edition ja den Vorteil, dass wir aus beiden Welten profitieren können. Also wir können einmal mit extrem krasser Qualität überzeugen. Und wenn wir jetzt in irgendeiner Situation sagen, hey, die 4K Boost Lens ist hier nicht so optimal, dann können wir immer noch mit der 360 Grad Linse arbeiten. Und dann haben wir wirklich ein Field of View, wo uns nichts mehr entgeht und so können wir je nach Situation frei entscheiden, hey, brauchen wir die Linse oder brauchen wir die Linse? Und das ist etwas, was es bisher einfach noch nicht gibt. Hier zum Beispiel mit dem Selfie-Stick ein bisschen durch die Luft wedeln und schon haben wir wirklich
Aufnahmen, die einer Drohne gleichen. Ja, also die Aufnahmen finde ich wirklich, wirklich richtig geil. Das macht die Insta One RS wirklich einmalig. Also das ist wirklich richtig, richtig nice. Wir haben natürlich noch extrem viele andere Möglichkeiten, die Kamera zu befestigen. Die Befestigung an der Schwinge haben wir ja schon gesehen. Aber wir können die Insta One RS auch an einen Brustgurt befestigen. Und dadurch kommt auch nochmal in Kombination mit der 360-Grad-Linse ein richtig geiler Look zustande. Den zeige ich euch hier auch mal. Mit der One RS haben wir so unendlich viele Möglichkeiten aufzunehmen, gerade weil wir auch die Wahl zwischen Twin Edition und One Inch Edition haben. Und natürlich sind die beiden Pakete auch untereinander kompatibel. Ein weiterer cooler Punkt ist die Insta360 App. Hier können wir unser Material nicht nur anschauen, sondern auch bearbeiten und das funktioniert wirklich richtig gut. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir mit der Insta360 App noch jegliche Möglichkeiten haben, im Nachhinein vor allem die 360-Grad-Aufnahmen zu bearbeiten. Zum Beispiel können wir das Material passend für das Handy machen, indem wir hier einfach ein 9:16 Format auswählen. Auch das Field of View können wir nachträglich noch bearbeiten und wie ihr sehen könnt, können wir uns hier frei umher bewegen. Mit dem Viewfinder zum Beispiel können wir sagen, hey, wir wollen jetzt das Material so aufnehmen und je nachdem wie wir die Kamera bewegen, wird das Material dann auch recorded. Gleichzeitig können wir natürlich immer noch das Field of View anpassen. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Wenn wir allerdings sagen, hey, 9:16 ist nichts für uns, wir bleiben wieder bei unserem 16:9 Format, ist das natürlich auch kein Problem. Falls wir keine Lust haben, das selber zu tracken, erkennt die Insta360 App das auch von selber. Dann müssen wir hier einfach nur abwarten und es wird automatisch getrackt. Okay Jungs, das war's mit meinem allerersten Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch vielleicht auch ein bisschen die Entscheidung abgenommen, für welche Kamera ihr euch zukünftig entscheiden werdet. Ja, falls wir öfters mal was testen sollen, lasst es mich gerne wissen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.